Löwenbaby Lea geht es in ihrer neuen Heimat in Spanien prächtig. Das freut auch ihren Ziehvater, den Zoodirektor Uwe Wünstel, der heute diese Grußbotschaft schickt. Hallo zusammen, wir wünschen euch ganz frohe Weihnachten vom Reptilium aus. Auch, dass der Lea in Spanien natürlich gut geht und dass ihr auch Weihnachten und Silvester gut rumbekommt. Alles Gute für die Zukunft, Lea. Und wir fahren jetzt gerade weiter und holen die Futterspende ab für unsere Tiere. Macht es gut, bis dann, tschüss. Am 8. September wurde das weiße Mini-Raubtier nach einem Unfall auf der A5 aus einem Tiertransporter gerettet. Beim Bergen des Unfallwagens stießen die Einsatzkräfte auf eine zerbrochene Kiste. Darin saß zitternd und völlig verängstigt das weiße Löwenbaby, aber offenbar zum Glück unverletzt. Noch vor Ort wurde das Löwenbaby betäubt, in den Landauer Zoo gebracht und untersucht. Dort bekam sie einen Namen, Lea. Die kleine Lea wurde liebevoll von Zoodirektor Uwe Wünschel persönlich aufgepäppelt. Und auch nach Leas Abtransport Ende Oktober in einen Privatzoo bei Barcelona hält Wünschel zu ihrem neuen Besitzer stetig Kontakt. Der Privatzoo schickt ihm immer wieder neue Fotos. Sie wiegt inzwischen schon über 45 Kilogramm und spielt gerne mit dem Rottweiler ihres neuen Besitzers. Zudem hat Lea täglich Kontakt zu zwei anderen Löwinnen, von denen sie aber noch durch einen Zaun getrennt ist. Sie sollen sich erst noch besser kennenlernen. Doch die Sehnsucht nach seinem Ziehkind lässt Wünschel nicht los. Er kann es kaum erwarten, Lea endlich wieder an sich zu drücken.